Hallo, herzlich willkommen zurück bei Forza Horizon 3. Mein Name ist Bitwalker. Den Driver da haben wir es gefunden und wir liefern uns ein Duell mit dem. Alle Einstellungen sind gemacht, wie ich es haben will, und wir starten einfach los. Aber wie muss ich es machen? Ich muss ihn anhupen, glaube ich, irgendwie so. Genau, da ist es. Der Schatten, hey! Mit Du kannst LaFerrari. sicher die zweite Ausfahrt nehmen. In 400 Metern rechts halten. Den kenne ich ja in Wirklichkeit auch. Nur schauen, dass es ist. Rechts halten. In 400 Metern links halten. Oh! Scheiße! Links halten. Für die ist, dass das Game unter Anführungszeichen nur in 30 Frames läuft, muss ich sagen, Hut ab. Hut ab, läuft echt gut. Oh! Oh mein Gott! Ah, Linksverkehr, Linksverkehr, Linksverkehr. Gewöhn dich dran, gewöhn dich dran. So, Schatten, wo bist du? Sorge, du weißt doch, wie diese Fahrer so ticken. Du bekommst so viele neue Versuche, wie du brauchst. Ja, brauche ich halt ein paar mehr. Was macht denn dieser Kojote, der da rumläuft? So, dann da nochmal gescheit. Da ist er ja. Fordere ihn zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen heraus. Und los geht's. Schatten, probieren wir nochmal. Was ist denn? Ist der Frau? Was ist der Frau? Die zweite Ausfahrt nehmen. So, jetzt halt krochen wir da durch. Vollgas. In 400 Metern rechts halten. Boah, ist wieder so viel. Rechts halten. In 400 Metern links also, halten. Biegen wir ab. Links halten. Boah, der liegt wie ein Stein auf der Straße. Mit vollem Karacho um die Kurven. Boah, gefickt nochmal. Hat der denn nicht blinkt, habe ich genau gesehen. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Er kommt. Geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Ist das Blocken der Punkte? Boah, es ist schnell, es ist zu schnell für mich. Gut gemacht. Jetzt füge ihn deiner Aufstellung hinzu. Aber da bereit zum Rekrutieren. Je erfolgreicher die Fahrer sind, die du deiner Aufstellung hinzufügst, desto mehr Fans locken wir zum Festival. Ich gebe Bescheid, sobald wir einen neuen Kandidaten entdecken. Okay, also Schatten, du fährst jetzt also faktisch für mich ein bisschen. Das gefällt mir. So, kann ich hier, und hier haben wir einen Erfolg eingestellt. Kann ich jetzt hier mein Fahrzeug wieder so irgendwie reparieren oder zurücksetzen? Oder so? Aber da Aufstellung, Wheelspin, was gibt es denn noch? Ausgelöste Blitzer, Statistiken, Erfolge, da kann ich gar nicht viel machen. Den Club werden wir übrigens dann auch gründen, natürlich. Den Pitwalker Racing Club, den kennen wir natürlich von Forza Horizon 2. 400 Metern links halten. So, dann fahren wir zurück. Gibt es einen anderen Radiosender eigentlich? Links halten. Oh, links Bei nächster halten. Gelegenheit wenden. Na, fahren wir einfach da rüber, ne? Geht doch irgendwo. Hopp. Bom. Oh! Siehst du das wunderbar? Hat doch wunderbar geklappt. Mit so einem Auto fährt man aber nicht am Strand. Also wirklich nicht, liebe Leute. Das geht doch nicht. Dass der ganze Lack dann zerkratzt und zerkreit und. Ein bisschen anhorchen tut es, als wenn eine Leiche im Kopf hätte. So sind wir am Strand. Oh, BMW, ich schon sehe einen Boss, schönen großen damit du Nico. wirklich Fans und neue Fahrer zum Festival ziehen kannst, musst du Oh. rennfertig werden. Dafür brauchst du ein Auto. Ja, Nico, leider kann ich den BMW nicht nehmen, denn hier ist ein Shelby. Der muss es werden. Mustang, nett.
Der Motor mit dem größten Hubraum gewinnt. Du glaubst gar nicht, wie oft sich das bewahrheitet. Also optisch schon ein Leckerbissen, oder, das Game. So, drücken Sie A zum Einsteigen. Steig mal ein. Horizon. So, Wunschkennzeichen. Stell deinen Charakter in 8 oder weniger Zeichen zur Schau. Pass auf, wenn wir mal schauen, ob wir das zusammenkriegen, wie es will. Also das finde ich von der Umsetzung ganz cool hier, weil das gleich da mit, sich live mit ändert da. Ah. Oh. Was ist denn das? Ah, geht's genau aus. Geht sich genau aus, was ich machen will. I muss das sein. B R S T V E. Nachdem das nicht ganz geht es nicht aus. Deshalb machen wir es so. Bit. Walker. Bitwalker. Passt gut, was gibt's da? Achso, da gibt's ja noch das, was nehmen wir da nicht mehr das. Macht das für einen Unterschied? Ein hellblau. Oh, ich nehme das da, ist wurscht. So. Bitte warten, wird übernommen. Gefällt mir. Gefällt mir. Oh, hört sich gut an. Das hört sich gut an. Geht die. So, und jetzt nächstes Event oder was steht am Programm? Schauen wir mal. Er lädt. Also momentan bin ich wirklich nur sehr, sehr gehypt von dem Game. Echt, das gefällt mir sehr gut, was ich das gesehen habe. Das sehen wir am Anfang, die ersten paar Minuten. Aber ich denke, wir haben auch gemeinsam jede Menge Spaß. Dieses Horizon-Festival wird echt groß, größer als alle davor. Deshalb müssen wir unser Festivalgelände erweitern. Aber dazu brauchen wir Fans. Und um die wiederum anzulocken, musst du da draußen Rennen fahren und PR-Stunts abziehen. Unsere Festival-Scouts haben ordentlich geschuftet, um Sonderziele mit diesen Markern zu versehen. Berechne eine Route zu einem der Marker. Mal sehen, was wir dort finden können. Ja, dann fahren wir dich gleich zum nächsten. Unentdeckte Strecke. Oh, das schaut schon gut aus. Ich könnte ein paar ziemlich große Labels und Künstler an Land ziehen. Aber du entscheidest, Boss. Was willst du hören? Wenn ich das wüsste. Ich nehme den Namen. Okay, Base Arena. Ich regle den Vertrag. Wie geht's weiter? Deal. Ich regle das Vertragliche mit Horizon Pulse. Das wird ganz relaxed. So, zwei Sender haben wir. Drücken Sie um zum Ende des Radiosenders. Radio aus. Okay. Ja, ich probiere es einfach nochmal mit dem Radio. Ich sag, meine Sorge ist, dass da YouTube dann schreit, aber schau mal. Nachdem der Motorbahn-Sound hier drüber ist. Da ist eh gleich da, ist eh faktisch um die Ecke. Was ist da für ein Fragezeichen? Das ist ja dieses Event, jawohl. So, sind wir schon da, Byron Bay. Was für ein ausgesprochen nettes Fleckchen für eine Rennstrecke. Um zu starten, fährst du einfach bis zum Marker. Veranstaltung einrichten. Die Leute wollen dich fahren sehen. Also legen wir mit einem einzelnen Fanrennen los. Gut, bin ja genügsam. Great Ocean Road Fahrt. Veranstaltungsinformationen ansehen. Rennlänge 5,3, frühe Nacht, zugelassene Autos im Fuhrpark 1. Zugelassene Autos ansehen. Ah jo. Da könnte ich wahrscheinlich nur ankaufen. Ah. So, mit Credits habe 53.000. Gut, da bekomme ich gar so viel. Was könnte umschalten? Ah, die Daten schon um. Gut, das können wir eigentlich eh wie es bei Forza Motorsport 6 ist, obwohl es mir hier ein bisschen besser gefällt, was ein bisschen übersichtlicher ist. Kommt mir zum ersten Blick so vor, einfach vielleicht durch die getrennten weißen Flächen und so. Es wird optisch besser. Gut. Ja, dann machen wir das doch. So. Die Schlange schaut da raus. Also dann, Great Ocean Road, Fahrt. Frühe Nacht. Feinrennen.
So, was haben wir denn hier mal? Tuning. Schwierigkeit. Schwierigkeit sind wir auf. Achso, das ist hier die Klavatalschwierigkeit überdurchschnittlich. Mal schauen, ob das eine gute Idee ist, einzustellen. Sehr erfahren, Experte, Profi, unschlagbar. Bei Forza 6 fahre ich ja eigentlich als Profi, glaube ich. Das ist aber umgekehrt, oder? Experte, Profi, oder? Oder Profi, Experte. Ja, ich mache mal sehr erfahren, oder? Sehr erfahren, glaube ich, ist in Ordnung. Mit dem können wir es dann mal starten. Nein, lassen wir es, wo es war. Lassen wir es mal, wo es war. Und schauen wir dann nochmal weiter, wie es Sache ist. So, gut. Das haben wir eh alles. Das lassen wir jetzt so. Tuning, damals nochmal nichts sicherheitshalber. Optionen braucht man. Startaufstellung, schauen wir, wer mit dabei ist. Ob ich hier einen Treibertag kenne. Nein, sagen wir, überhaupt niemand irgendwas. Komisch, komisch, komisch. Aber es wurscht. Achso. Ich habe das Auto mit 8,20 und was haben natürlich also 8,47 da oben. Was ist denn das für ein Schmarrn? Vielleicht muss ich doch was machen. Aber bei Tuning wird das nicht drinnen sein. Willkommen zum Auto-Tuning. Hier können Sie die Leistung des Wagens verbessern, nehmen Sie den Reifendruck, das Übersetzungsverhältnis, bla bla bla, verändern. Genau. So, Reifendruck brauchen wir definitiv mal weniger. Das ist meine Erfahrung aus Forza Motorsport 6. Übersetzung, wenn wir es gleich ein bisschen auf. Ah, kann ich nicht ändern bei dem Fahrzeug? Okay. Differential kann ich auch nicht ändern bei dem. Okay, dann übernehmen wir das einfach und würde sagen, warten. Oh, geht schon los. So gibt es noch kein Countdown. Muss man doch eine sagen. Hey, hey, hey. Mein Treibertag kann ja viel Blödsinn lernen. Oi! Sich hier umgusteln, hey. Kontrollpunkt, Platz 4 momentan. Oh, er schaltet ein bisschen langsam da. Da reicht es wahrscheinlich nicht, Dritter zu werden wie bei Forza. Da muss man schon siegen. Oh, kommt ja noch ein bisschen. Bisschen müde die Kiste da. Ein bisschen was ums Einspritzen da. Ein bisschen, würde ich schon sagen, Helium, würde nicht viel bringen. Bremst man nicht, da gibt man Gas, mein Freund. Oh, also vom Gefühl her kommt man vor, dass man hier sich ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen kann mit den Kurven. Dass die Fahrzeuge ein bisschen mehr Grip haben. So, gewonnen haben wir. Blick nach hinten, jawohl. Ja, ich glaube, über die Schwierigkeit darauf schrauben können. Aber die nächsten paar Rennen schauen wir an. Da kommen noch viele weitere, hoffe ich doch. Ah, jetzt machen wir einen Blick auf die Aufzeichnung. Einfach mal hier zum Schauen, was da möglich ist. Was man das machen kann. Das war in Forza Horizon 2 ein bisschen beschränkt, glaube ich. So, Kamerawinkel. Okay, es ist eigentlich auch so gleich. Kameratyp, was gibt's da? Spielkameras? Ah, autonah, auto. Okay. Autofern, autonah erweitert. Ah ja. Aber ich kann bei vierten Ansicht Foto schießen. Das finde ich auch ganz gut, dass es zack gleich spontan geht. Das machen wir gleich, da schießen wir es gleich ein Foto, gibt sicher einen Erfolg, bevor zum Motorsport 6 was. Also hier da die Verfolgergruppe, wir können runter, so, jawohl. Machen wir schon das Foto, wenn wir hier ein bisschen Effekt, genau, die Schärfe ein bisschen setzen, dass wir ein bisschen Unschärfe nach hinten haben. Fokussieren und Effektmodus.
Und zwar, wenn wir hier die Blende zumachen, eigentlich ist es verkehrt, normalerweise muss andersrum sein. Hier ein bisschen Unschärfe bringen, genau nach hinten. Das schaut schon mal gut aus, haben wir das sagen. Machen wir ein Foto, schauen wir. Foto wird entwickelt. Ja, schaut schon nett aus. So, Wasserzeichenposition ändern. Ah, okay. Speichern wir und laden wir gleich hoch. Ich nenne es einmal Shelby. Enter. So, Marke. Das finde ich schon, dass es das automatisch geht. Das konnte ich eigentlich locker selber machen. Wer weiß, was Auto das ich fahre. Und er sieht ja vielleicht auch, was ich anvisiert habe. Aber es wurscht fort. Also, ich frage, ob ich den da jetzt finde. Wenn man nicht aufpasst, was Shelby, dass es genau ist. Cobra, er weiß nicht, oder? Gut, da war es was. Der war es, glaube ich halt. Bin mir nicht sicher. Text eingeben. Großartiges Foto. Brauche nicht ein zweites dazu. Teilen. Gut, das Smiley, den frisst er, glaube ich, nicht. Ist kein Erfolg. Ja, dann halt nicht. Möchte verlassen, jawohl. Gut, ein Foto geschossen. So, Wiederholung wieder raus. Höchstgeschwindigkeit 333, das war sicher mein Lamborghini. Oh, ein Känguru. Hallo? Hallo, Beutelratte. So, fortsetzen. Erfolg freigeschaltet, einer von uns. Gewinnen Sie erstes Fanrennen als Horizon Festival Boss. Mach doch gern. Platz 1, Aufstellungsbonus, Fähigkeiten, sauberes Rennen. Ah ja. Boss, wir haben fast keinen Platz mehr für neue Fans. Nur noch ein paar Gebiete. mehr und ich kann die Pläne für die nächste Festivalvergrößerung Oh, auf dem Schlag die holen und Drohne, da kräftig fliegt sie. aufrüsten. Da fliegt die Drohne, auch eine Besonderheit hier von Horizon 3. Hallo Victor, So. ich bin Ihre automatische natürliche Navigationsassistentin, kurz Oh. Anna. Das Horizon Technik Team in Cambridge hat mich in diversen Bereichen verbessert. Ich werde Ihnen während Ihres Aufenthalts in Australien Das Ziele Kennzeichen taugt vorschlagen man. und Ihnen bei der Orientierung helfen. Darf ich Ihnen eine Route zu Ihrer nächsten Fahrt berechnen? Nein. Ah, will ich nicht. Kann ich nicht. Nein. Halt ja. Kein Problem. Falls Sie mich nochmal brauchen, drücken Sie einfach das Steuerkreuz nach Oh. unten und ich helfe Ihnen. So, bin ich mit 1000 Hoffentlich war EP. das kein Versehen. Diese Nein? Bonustafeln sind überall beim Horizon Australia versteckt. Du bekommst eine Belohnung, wenn du sie zerstörst. In diesem Fall war das ein EP-Boost. Australien. Ich muss ja ganz kurz mein Auto zum Sammeln, okay? Gelandet und ihr findet uns in Ich muss unserer es mir kurz mal beliebten anschauen dort. Das Location schaut wirklich gut aus, Highway. gell? Das schaut wirklich Das gut aus, ist hier die der Hammer, Spiegelungen. Leute. Also macht euch auf und werdet Teil der Ja, Verschwörung. gefällt mir. Bald wird uns. So, jetzt haben wir, wo haben wir die Karte? Da haben wir die Karte. Da stehe ich, was ist da? Unentdeckter PR-Stunt. Da fahren wir hin. Wie schauen wir uns an? PR-Stunt hören sich gut an. So, Online-Abenteuer, das geht alles noch nicht. Scheunenfunde 0 von 15. Okay. So, jetzt schauen wir diesen PR-Stunt an. Das dürfte wahrscheinlich auch einer dieser sein, den wir schon gesehen haben. Wo ist meine Handbremse eigentlich? Ah, da war's. Okay. Wo ist der? Wo ist der? Geradeaus, oder? Vollgas, Vollgas, du. Das ist ein Gefahrenschild. Unsere Scouts haben diese Gefahrenzonen ausgeschildert und abgesperrt. Zu deiner eigenen Sicherheit. Aber die besten und verrücktesten Stuntsprünge Ja, findet ja, man ja, ja, meistens ja. ab vom Kurs.
wie es dir lieber ist. Wow, puff. Alles noch heil, Boss? Ausgezeichnet. Weiß, da standen die voll drauf. Ich lasse die Scouts Linksverkehr. Mehr suchen sollen. Linksverkehr. In der Zwischenzeit führe ich mal ein sehr lebhaftes Telefonat mit unserer Versicherung. Ach komm, es wollen nicht rum. So, pass auf, schau mal auf die Karte. Drei Sterne ist gut. Was gibt es maximal? Drei Sterne, ne? Dann. Gut, das war sicher jetzt so ein Idiotensprung. Schatzkarte kaufen, also Schatzkarte. Kaufen Sie Schatzkarten und sich positionieren. Sämtlicher Bonus darf anscheinend von der. Ah, okay, das kann natürlich jetzt hier online kaufen. Die braucht man nicht. Das braucht man nicht. Das schafft man ja. So, fahren wir weiter. An den Linksverkehr muss ich mich wirklich noch gewöhnen. Das ist wirklich nicht ohne, so. Auf dem ersten Gefühl, auf der anderen Seite. Nicht auf die Karte schauen, wenn man fährt, sondern auf die Straße konzentrieren. Das lernt man schon in der Fahrschule, ja, nicht ablenken lassen. Hallo Victor, so. Das hier Hallo. Ist ein Rundstreckenrennen. Die Strecke ist asphaltiert, die Rundenzahl festgelegt. Ganz unkompliziert. Na dann machen wir das, wenn es so unkompliziert ist. Landzunge Rundstreckenrennen. Drei Runden Nachmittag bei Regen. Oh, auch spannend. Schauen wir uns an, was der Regen da hergibt. Motorhaube zertrümmert, gibt es Bonus-EP und günstige Schnellreiseoptionen. Also dreht voll auf, sowohl eure Motorhaube. Ich drehe total auf, ich drehe komplett durch, so schaut's aus. Landzunge, Rundstrecke. So, ich muss jetzt noch mit dem Radio ein bisschen leiser drehen, glaube ich. Die Fans stehen auf Fanrennen. Optionen. Und Fähigkeitsketten. Sie wollen schließlich nicht nur, dass du gewinnst. Dein Sieg muss auch Stil haben. So, akzeptieren. Und los geht's. Rennen starten. Startaufstellung. Moment, Blick, fällt kein Netz an. Zip. Nö. Nur immer nicht. Warum nicht? Also diese Start ohne Einzel, das finde ich ein bisschen böse. Fehlt mir ein bisschen das Gefühl, wann ich loslegen kann, wo eh nichts passieren kann. Mein Frühstart gibt es eh keinen da. Oh, da bin ich aber weit hinten jetzt da. Sobald Kurven kommen, ist es mein Problem, ja. Hat der Nico letztes Mal gesagt, wenn wir gemeinsam gefahren sind. Geradeaus geht gut, Kurven sind schlecht. Und die Autos halten definitiv mehr her in der Kurve. Oh, es fängt jetzt erst an zu regnen, das ist auch cool. Bin gespannt, oh, das ist ja wirklich. Boah! Also da wünsche ich mir, dass der Scheibenwischer ein bisschen mehr laufen würde, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir schauen, wir sind jetzt zwei von drei Runden, haben wir schon, okay. Jetzt müssen wir schauen, dass ich nach vorne komme. Oh, Schild zusammengefahren, Entschuldigung. Oh, oh. Da schnitt das Wasser über die Scheibe. Oh, da kommt er schon wieder von hinten. Ein bisschen Gas geben da mal. Runde 3. Mist zusammen, echt, aber der Regen, der finde ich wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend da. Wow.
kämpfen ein bisschen mit der Zugehörigkeit vom Motorengeräusch zu dem, ob ich schon schalten muss oder nicht. Ultimativ sauberes Rennen bekomme ich da jetzt gerade. Was ist da bitte ultimativ sauber? Also wenn das sauber ist, weiß ich auch nicht mehr. Aber es wurscht. Hauptsache ich gewinne es. So, ich stecke nämlich mit. Bring Punkte. Aber verlangsamt natürlich. So, die Sonne kommt auch wieder raus. Wunderbar. Das australische ist typisches Wetter, oder? Kurzer Regen. Dann wieder Sonnenschein. Erster Platz. Ja, wenn es zu langweilig wird, man die ersten Plätze, wie gesagt, wird die Schwierigkeit draufgeschraubt. Aber wir wollen es mal nicht übertreiben hier zum Einstand hier in Australien. Man muss ja auch ein bisschen akklimatisieren. So, Credits wieder ein paar aufkassiert. Wunderbar. Und Level 2. Was gibt es bei Level 2? Ein paar Fahrerhandschuhe. Durch die Lose kannst du viele Credits oder Autos gewinnen. Manche sogar in einer limitierten Horizon-Edition. Oh, 50.000 Credits, weil ich VIP bin. Yeah. Hallo, Victor. Ich war gerade unten in Byron Bay, aber man kann sich kaum noch bewegen. Da sind überall Leute. Ich glaube, die Zeit ist reif. Wir treffen uns dort, wenn du für die Erweiterung bereit bist. Jawohl. Wenn ich bereit bin, dann komme ich. Mache ich doch platt. Anna. Anna, Kira. Komm besser hierher, Boss. Wir platzen aus allen Nähten. Ja, dann haut doch die Leute raus, wenn sie lästig sind. Das ist dann so blöd rum. Route festlegen. Kann ich jetzt eigentlich ein anderes Fahrzeug nehmen? Deutsch spontan wird wahrscheinlich nicht. Oh, Community gibt es irgendwas. Lackierungen. Aha. Mein Shop. Wo ist denn mein Shop? Versucht, Informationen vom Server zu laden. Er versucht, er macht es doch einfach. Nicht versuchen. Versuchen ist zu wenig. Einfach tun. Gut. Hallo, Server? Hallo? Hallo, Server? Nö. Gefolgte Spieler. Was hat denn gefolgte Spieler, bitte? Ja, gut. Server steht noch. Spieler, denen sie folgen. Keine Spieler gefunden. Forza Hub. Da schauen wir mal rein, da gibt es sicher auch irgendwas, wenn man jetzt erst einmal reinhüpft, oder? Bei Xbox, bei Forza Motorsport 6 gab es einen Erfolg, wenn man den Forza Hub gestartet hat von aus dem Spiel raus. Wemste, sag es doch. In Verbindung bleiben. Besuchen Sie den Forza Hub über das Pausenmenü. Gut, das Gute ist, den Forza Hub, den drückt man einfach gleich wieder ab. Wirklich brauchen, aber jetzt eh gerade nicht. Tuning-Einstellungen, Fotos, Lackierungen. So, schauen wir mal, was gibt es denn da für dieses Fahrzeug? Ja, natürlich greift er hier auch auf die Daten zu, wie wir es bei den anderen Forza-Teilen kennen. Sehr schön. Die Frage ist, ob es klappt. Ich mag so lange warten jetzt. Es ist nämlich auch wurscht. So, ich wollte ein anderes Auto haben. Das geht aber, wie es ausschaut, da jetzt nicht so richtig. Ganz, oder? Was ist mein Shop gewesen? Da war ich auch schon, das hat auch nicht geklappt. Fortschritt, Revatar, Aufstellung, Wheelspin. Ob ein Wheelspin? Keine Drehungen übrig. Gut, dann drehen wir halt nicht. Gut, dann fahren wir nochmal. Linksverkehr. Wie soll es mal machen? In 400 Metern rechts abbiegen. Nix, wir fahren jetzt der Offroad. Route wird neu berechnet. Aus der Berechnung, ich fahre einfach schnur gerade. Jawohl. Rechts abbiegen. Nix. Geradeaus fahren wir. Ich suche mal jetzt einen Baum. Oh, Windrad hätte ich zusammenfahren können. Na, wurscht. Du hast gebüscht. Da. Bing. In 200 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern so ein Quatsch. Juhu. Wow. In 400 Metern links abbiegen. Juhu. Oh. Vielleicht suchen wir auf der Straße. In 200 Metern rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Da ist die Straße, da ist die Straße. Da muss ich rechts rauf. In 200 Metern rechts abbiegen. Direkt rauf, Achtung. Oh, das geht nicht. Gut. Links abbiegen. Wow, da kommst du hergefetzt. In 200 Metern so, Horizon-Gelände.
zurück. Es kommt, meine Freunde, ich bin da. Jubel, Trubel, jawohl. Euer Boss ist hier. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, Byron Bay Festivalgelände erweitern. So, was kann man das erweitern? Oh, Erfolg. Sie sind der Boss. Bin ich. Zuerst Byron Bay, dann Australien und dann... Eigentlich könnten wir auch in Australien bleiben. Hier gefällt's mir viel zu gut. Ja, Australien ist, glaube ich, eine schöne Gegend. Ich war noch nie dort, leider. Ist einfach sau weit weg. Das ist schon ein bisschen was Dings. Willkommen so, gibt's zur Automesse. Oh. Jo, bin da. Grüß Gott. Automesse. Du schlägst dich wirklich gut, Boss. Kira meinte, dass ich dir für die nächsten Rennen ein neues Auto geben soll. Sieh dir die mal an und sag mir, welches dich davon anlacht. Welches mich anlacht? Gut. Im Angebot. Was heißt im Angebot? Gratis. Gratis ist natürlich ein super Angebot. Ich würde sagen, wir nehmen den... Was nehmen wir denn? BMW X6, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini Urus oder einen... Ah, der gefällt mir nicht. Ja, wenn man jetzt die aussuchen kann, das sind alles Allradler, würde ich fast... Ja, würde ich fast zum BMW tentieren. Muss ich sagen. Ich kenne mich zu wenig aus bei diesen Vehikeln. Aber jetzt rein optisch gefällt mir der BMW fast am besten. Ich würde sagen, wir nehmen den jetzt einfach einmal. Wir nehmen den einfach einmal. Genau, den nehmen wir jetzt einfach einmal. So, ganz einfach. Nun hier einfach. Man hört ja oft, dass es beim Horizon nur um Musik und Autos geht. Aber weißt du was? Die Lackierer sind Weltklasse. Die Arbeiten von denen sollten in Galerien ausgestellt werden. Hier kannst du die Lackierungen von ihnen ansehen und dir eine für dein Auto aussuchen. Genau, und die Lackierung, die ich mir aussuche, das sehen wir das nächste Mal. Für diesmal ist schon wieder genug. Wir freuen mich, wenn wir weiter hier zur Seite schippe vor Horizon 3. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Pfiat euch. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.